So, herzlich willkommen zurück. So, wir haben Tag 7, 15 Uhr. Wir hatten gerade ein bisschen was zu tun. Es wird immer heißer. Genau. Zeit wird näher, um 22 Uhr ist es dann soweit. Und in der Zeit haben wir vielleicht noch ein bisschen was geschafft hier. Beim Terraforming. Ich muss ja Anni ihre Krater zu machen. Hallo? Da hier vorne sind deine gewesen. Nee. Merkst du? Blasi, Hasi. Ja. So nicht. Schick, ne? Hast du fein gemacht. Ja. Das hast du fein gemacht. Wirst doch nicht ausgelacht. La 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 la. Na la la. Was ich mich jetzt allerdings frage ist, haben wir hier unten vielleicht einen Tunnel? Was haben wir? Vielleicht einen Tunnel? Da in dem Ding hier, ne? Weil hier ist irgendwo. Ja, hier. Ja. Soll ich mal graben? Hast du mal geguckt? Habe ich nicht geguckt. Das ist bestimmt dolle zu, oder? Mhm. 5000. Ja, ich meine, warum einen Abwasserkanal hier unten? Warte mal. Naja, war nicht toll, wa? Schneckchen. Man könnte aber die rosanen Dinger nehmen. Ah! Aua! Das habe ich alles abgekriegt. Ja, ich habe jetzt einen Krater noch toller gemacht. Hier ist aber nichts zum Rinnfallen. Nee, leider nicht. Es war doch nur. Diesmal bin ich nicht schuld. Nee, aber du kannst trotzdem mit abbauen, damit ich hier setzen kann, Leute. Hätte ja auch ein unterirdischer Gang sein können. Das wäre natürlich richtig geil gewesen. Jo. Das wäre schon so richtig nice. Das hätte da richtig ein Hörnchen gegeben. Wie setzt man denn? Was willst du denn setzen? Ach so, brauche ich nicht. Gut, läuft. Oh, ist ja gut, kriegst ja was zu trinken, du Snitch. Jawohl, die Katze. Mein Ding, mein Schreibtisch. Welche? Lia. Die Lia. Mausi. Mein Schreibtisch ist kein Platz für dich, du Eule. Tutti ist irgendwo in Weitwortester. Tutinella von Pupsenbrink. Und dann geht dein Rechner. War der Takt dazu. Es ist wieder schwül. Ich
hab gedacht, wird kühl bei euch jetzt. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie ist es gerade richtig schwül hier. Kann auch sein, dass es gleich wieder Regen wird. Weil ich hab richtig viel Hände. Maschallah, oh. Geh kaputt. Oh, da bist du ja dusselig hier. Lass es sein hier. So. Taschen. Na, David? Alte Puschmütze? So. Hat sie nicht zu David gesagt. Doch, hat sie. Okay. Hallo. Hat schon mal was gesagt, weißt du? So. Ey, dein Ernst? Da wollte ich gerade ran. Alte Puschmütze. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Oh, das haben wir schon. Da hört er, ja? Er mobbt mich. Aber, ne, das können wir hier oben aber nicht so lassen. Was? Wo? Wo denn? Oh. Wie sieht denn das hier aus? Ein halbes Dach? Ja, da bin ich doch gerade dabei, Mensch. Machen wir mal hier nicht so einen Wind. So, zack. Ja, gut, machen wir nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal gleich mal wegen der Krater hier und so. Hast du ja Glück gehabt. Die tut sich erstmal selber weh. Mann. Blasi, Asi. Ob ich dich nochmal groß kriege. Aua! Hast du das gesehen? Boah, du bist da ja. Da kam Blut bei mich jetzt rausgeschossen, ey. Boah, da kam er eben richtig was runter, da. Blasi-Hasi, soll ich dich wiederbeleben? Komm her. Komm her, Blasi-Hasi. Ja, ich bin ja noch so ein bisschen repariert. Komm her, komm her. Okay. Hier sind wir auch. Das hat er nicht gesehen, Blasi-Hasi. Hier liegt Blut auf dem Boden. Da oben. Das sind Gedärme. Ich hatte, wenn ich mich nicht irre, letzte Mal irgendwie Durchfall. Das könnte doch davon kommen. Oh nein. Wie war das nochmal mit Kratern? Was ist denn das hier? Blavi Havi. War was? Einmal mit Profis. Ist der Asphalt hat hier so ja seine Pubertät. Die Pickel sprießen. Uah! So.
Warte mal, ich höre was. Irgendwie. Wo ist er denn? Oh, ich will die mal sehen. Ich glaube, David hat sie schon weggekillt. Hast du sie schon wieder gekillt? Mhm. Da hinten kommt noch ein Bimbo. Noch eine Bimboline. Oh, für jeden noch einen. Ein Bimbo. Maja. Mann, Friedrich und Gustav kommen noch. So macht man das, Freunde. Und oh. Es regnet. So, noch irgendwie noch eine Fahrschein hier? Ich sehe gerade rein, Leute. Mann. Hier musst du dich um alles kümmern. Ja, das Motel war mal ein Motel. Das ist kein Motel. Du hast es ja aber nicht verstärkt, oder? Was habe ich verstärkt? Nee, ich meinte da. Achso. Ich weiß schon, was ich meine. Achso. Es hört sich sehr pervers an, ich kann nicht dafür. Ein Feld im Kornbett, das ist immer frei, dann ist es Sommer und ich hab Durst, oh yeah. Komm, gönn dir. Wie sie alle kommen. Hallo. Putten. Hallo. Wann? Och nö. Das hat zu weit gesprengt. Blasi Hasi. So, das war's. Das war's? Weil immer alles kaputt machen muss hier. Ich wart nicht. Es tut mir leid, ja? Mein Gott, nee. Oh, hier ging's noch nach unten. Schreierin. Kann nicht, ich muss reparieren. Was, du hast die eine vom Donkey eben und dann ist sie hinüber? Ja. Achso, du hast den Kopf abgeschlagen. Ah, kick mal, Emse, Bremse und Co. Ey, ich nimm den Corona für Typen da. Taschen! Da kommt ja noch einer. Was hast du? So, haben wir. David, soll ich dich retten? Nee, der möchte mich am liebsten. Dann kommt ja noch einer. Was ist denn los? Ist ein Nest oder was? Nee, weil die geschrien hat. Äffchen möchte mich gerade am liebsten umbringen. Weil ich alles kaputt habe. So, Blasi, Hasi, Blasi, Hasi und Cheetah, ich hab euch gerettet. Ich ganz alleine. Hallo. David. Komm mal her, David. Komm mal her. Ich hab euch ganz alleine gerettet.
Mann, 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 Mann. Gesundheit! Danke. Gerne. Handherz! Oh, was fehlt dir noch hier oben? Ach du Scheiße, das ist ja zu unserem Keller hier. Ja, den machen wir gleich. Ach, leck mich doch am Teufel hier. Toll. Anni, toll, du bist eine Heldin. Ja, wieso? Ich bin ja auch ein Held heute. Immerhin habe ich unser Zuhause schon fast zerstört. Naja. Kriegen wir schon wieder hin, ja, alle Kinders. Nein, David. David! Musste ich mit mir reden, warum auch? Ich hab ja auch, ne, dich gerade gerettet, David. David, kann mich schon auf mich alleine aufpassen. David! Wie fandest du das eigentlich bei uns hier in Berlin? Soll ich jetzt frech sein? David. Oder lieb sein? Sag die Wahrheit. War gut, ja. Und wenn du frech wärst, was hättest du denn gesagt? Naja, es ging. Lasi Hasi, ich freue mich schon, wenn du alleine das nächste Mal wieder herkommst. Ja, ich glaube nur Äffchen lässt mich nicht allein vor. Ja, weil er Angst hat, dass ich wieder sah, du bleibst hier. Ja. Naja, aber wiederum, er braucht mich nicht. Was? Oh, der braucht mich nicht. Aber, guck mal, ich hab da gesagt, hier das neben ihr Haus hier auf der anderen Straßenseite, machen wir platt. Also da schmeißen wir die. Nee, das dauert mal zu lange hier, die Wand. Und dann machen wir da eine Bäckerei rein. Ja, wie gesagt, Äffchen braucht mich. Naja. David? Hast du Pech? Ernsthaft? Hallo, ich stehe hier oben. Jessie hat mich gerade runtergesprengt. Oh. Kann das mal ein bisschen glaubhaft darüber kommen? Ich frage noch für einen Freund. Na. Dauert mal zu lange. Siehst du, selbst Gott beschwert. Ach nee, das ist ja Petrus. Och man, das sind ja alle so lange Scheißer. Ja, die Eisendinger, die dauern länger. Ich möchte das aber jetzt ungern mit richtig hartem Zeug wegsprengen. Ja, wir haben ja schon 18.27 Uhr. Deswegen.
Schönen guten Tag, Abrissfirma, schwuppdiwupp hier. Unsere Vorarbeiterin macht das schneller. Warte mal, ich rette den Topf. Hab den Topf gerettet. Das ist ein sehr weit. Ich bin Inspektor Gadget. Ich hab voll die Gummiarme. Das hört sich so pervers an. Ja. Hoppla, sie hasi. Taschen. Mach's ne. Was trinken? Nee, ich meine David. Achso, der macht Stechdinger hin. Du meinst, die Dinger hier, die hier. Genau. Ey, man kann mal richtig einen Sound draus machen. Habe ich die mit weggesprengt gehabt oder waren da noch welche? Siehst du das, wie er mit mir redet? Kann ich nicht sehen. Da waren noch keine. Oh David, du geile Sau, geboren um Stacheldinger zu bauen, du Luder. Lalalala. Du bist schon wieder durstig, Mann. Es wird neblig über Long Island. Aber Blasi Hasi. Hm? Warum? Warum wird es immer dunkler hier? Ja, weil die Nacht. Auf dem rechten Ohr. Der neben mir gerade was angezündet.
tut mich leid, ne? Was? Brauchst du jetzt ein Hörgerät? Was ist auf der A1? Nee, nicht A1, A12. Ach so, ach. Gewitter? Ja. Gewitter auf der A1? Also Gewitter, ja? Ja, Gewitter. Gewitter! Okay, okay. Früher haben wir noch das Stahl richtig geschmiedet. Am Ofen. Manchmal kommt auch Tourette bei Annie durch. So, Blavihavi. Ja? Also deine Kraterlandschaft hier macht einen ja wirklich richtig geil, wa? Echt? Macht dir Spaß, ne? Erst in die Luft sprengen und dann heile. Und sagen, unbedingt. Guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Ja, und dann sind da so Männer, die sitzen die ganze Zeit in der Bude da drinnen und meckern rum. Ja. Die Frauen arbeiten und die Männer, weißt du? Und da will er mir irgendwas erklären mit, weil ich hier schwer arbeite. Hast du schon Verbandskasten? Wann soll ich denn das lernen? Hat ja keine Zeit für. Ohne uns könnt ihr hier ja nicht Ressourcen und sowas alles bauen. Weil wir müssen das ja alles beschaffen. Wir haben schon 19.56 Uhr. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns langsam bei... Oh, das wird langsam rot. Na, spielen wir wieder mit dem Feuer? Nein. Ach, sagt mir doch immer, dass mein Hammer kaputt ist. Ich repariere hier nur. Ich muss das ja wieder heile machen, was ich kaputt gemacht habe. Heile, heile, Gänschen. Blasi Hasi wackelt mit dem Schnauze da oben. Sing doch besser. So. Warte mal, wie soll ich denn mit dem Schwänzchen wackeln? Also, das muss mir jetzt erklären. Ich hab kein Schwänzchen. Na, Pferdeschwänzchen, Blavihavi. So, David, sollen wir langsam nach Hause kommen? Du bist ja... Aua, jetzt bin ich gegen das Stacheldraht gesprungen nach oben. Aua. Ah, ah. Puste mal. Ich bin mit dem Kopf... Danke. Weil ich bin mit dem Kopf da hinten. Schicken Hintern. Geil. Geil, wa? Ja. Du aber auch, Schneckchen. Hm. Hm. Komm mal, wir haben dafür jetzt keine Zeit. Wir müssen hier schnell noch zumachen. Okay. Und dann müssen wir heme. Okay. Müssen wir uns dann noch was zu essen drin pfeifen?
uns mit Munition bewaffnen. Na, ich hoffe, David hat hier noch Munition. Zwanzig Uhr einundzwanzig. Jetzt wird's langsam kritisch. Ah, meine Ausdauer ist zum Kotzen. Bladiat, ich krieg langsam Angst. Ja, lass, komm, wir gehen nach Hause. Okay. Wir können ja auf jeden Fall schon mal was sehen, oder? So, Taschen. Willkommen bei McDonald's, ich bin's. So, was soll ich machen? Erzähl. Ich muss machen. Newton Eindruck. Gut, läuft, mach ich. Kaffeemaschine geht. So, trinken, essen, alles. Alter, ist so dunkel wieder. Oh, Entschuldigung. Gesund. Oh, danke. Ach nee, trinken ist ja, wenn denn hier. Hier ist ja kein Trinken mehr. Egal. Da ist nichts mehr? Nö. Eieiei. Ei, ei. Ach doch. Goldrutentee oder wie das heißt. Ja, komm, ich hab einmal Wasser. Komm. Zu, ich steck Wasser rein. Geil. Och, da hast du mir aber reingesteckt. Danke, Blavi Havi. Bitte. Nimm ich mir auch gleich fünfmal, wa? Jojo, mach mal. Soll ich machen. Reparieren. 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 Hammer. Was sagt denn hier mit diesem scheiß Blumentopf jetzt echt? Habe ich den echt mitgenommen? Bin ich bekloppt? Oh, Bruchsand habe ich noch. Haha. Bruchsand. Ach, den packen wir hier hin. Ja. Was war das? Was ist das? Hallo? Hani hat abgeschlossen. Nein? Wo soll ich denn abgeschlossen haben? Wir kommen rein! Entriegelt. Ach hier. Warum kriegt ne. Wie kriegt ne wieder ist verschlossen. E halten. Ach, E halten. Ja. Und dann auf Entriegeln. Danke. Gerne, Handherz. Wisst ihr? Herr. Anstatt hier rumzumachen. Ich dachte, komm her hier. Einfach mal erklären, wie Blasi Hasi. Ja, Blasi Hasi? Ja, wir müssen gleich aufs Dach. Ach so. Ja. Hast du noch Muni? Na, ist auf dem Dach. Ja, echt. Müsste alles auf dem Dach sein, ja.
Tagchen. Jetzt wäre ich fast runtergefallen hier. Viel mit der Pistole machen. Okay. Ja, ich mache ja eh lieber mit Pistole. Haben wir schon eine Dingsmod eigentlich gefunden? Was für eine Mod? Taschenlampenmod für Waffe? Nee, noch nicht. Was ist das? Magazin, mal gucken, ob ich den nehmen kann. Und von wo kommen die denn? Von allen Seiten. Ach du Scheiße. Ja. Das heißt, das müssen wir alles absichern hier, was wir abgerissen haben, ja? Na, jetzt bleib mal locker. Anni, du hast doch eine Waffe. Ja. Dann machst du dir das hier drauf. Guck mal hier. Ich bin hier. So, da steht. Das machst du dir da drauf. Du drückst B. Warte mal, warte mal, was hast du mir denn da jetzt eben? Eine Mod. Magazinvergrößerungsmod. Also ja. Muss ich jetzt B drücken, ja, B. B, dann die Waffe anvisieren. Auf die Pistole, ja. 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 Und dann noch verändern. Ja. Und dann da die Mod reinziehen. Geht nicht. Klar geht das. Nein. Gib mal her. Schmeiß mal weg alles, beides. Moment. Ende. Dankeschön. Ja. Komm, jetzt ein drittes Nasen doch. So. Gut, dann gehen wir mal hoch. Halbe Stunde. Jetzt wird's spannend, meine Damen und Herren. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss.